Salve a tutti. Es ist der 28. Mai. Wir haben 17.43 Uhr. Und in diesem Clip geht es wie üblich am Freitagabend um den DAX. Vor euch liegt der Wochenchart. Eine Kerze, eine Woche. Ich möchte darauf hinweisen, dass zum einen der Abstand zur 200-Wochen-Linie ist jetzt sehr hoch. Dennoch haben wir es weiterhin geschafft. Die Gleitindurchschnitte liegen völlig in Ordnung. 10 Wochen über 20 Wochen. Das ist okay. Die Bänder gehen leicht nach oben. Beide. Das ist auch noch in Ordnung. Wir sind über den Trendfolger neutral. Sowohl über die moderne als auch über die traditionelle Sichtweise. Und wir gelten nach wie vor als überkauft. Und da möchte ich jetzt mal drauf reingehen. Dieser Zeitraum hier, ich mache das mal mit dem Fadenkreuz rein, ist vom 8.3. In der Vergangenheit waren diese langen Bereiche meistens so maximal 3 Monate. Da haben wir noch 2 Wochen für. Interessanterweise fällt das mit dem großen Verfalltermin zusammen. Also mir fehlt einfach ein Impuls, ein Schwung, ein, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, irgendeine Akzeleration nach oben. Dieses Ding hier, das ist so zermürbend. Das muss ich schon wirklich sagen. Also ich habe die ganze Woche über nichts im Index gemacht. Hätte man natürlich machen können. Mal hier und da mal 100 oder 150 Punkte. Ich war in den Einzelwerten drin. Habe ich auch am Mittwoch dann einen Film gemacht über Lufthansa. Die waren halt auch mit 3% recht schön. Es hat Spaß gemacht. Einzelwerte machen mir momentan nach wie vor mehr Spaß als der Index selbst. Der Index ist mir hier zu antriebslos. Also von der Woche her muss ich davon ausgehen, wir befinden uns jetzt schon hier in einem zeitlich sehr langen Bereich, zeitlich sehr langen überkauften Bereich. Ich habe kein Verkaufssignal. Ich habe keins. Nur langsam wird dieser Zeitraum einfach zu mühsam. Das kostet Kraft. Jetzt gehen wir mal auf den Tag. Mal gucken, was da ist. Ich habe hier nach wie vor diesen Trendkanal, den man mit ein bisschen Fantasie auch als Flagge sehen könnte. Hier ein langer Stiel und hier wedelt die Flagge. Gleitende Durchschnitte in Ordnung, Bänder in Ordnung, kein frisches Signal. Wir haben hier, wir handeln jetzt bei 15.528, bei 15.591 waren das bisher Intraday High. Auch hier der Abstand zur 200-Tage-Linie, historisch gesehen sehr hoch, nicht nur prozentual, sondern auch absolut. Völlig neutral über den Trendfolger, über das MACD. Immer noch überkauft, aber nicht mehr so stark, über die Stochastik. Das ist also ein super gemischtes Bild. Wenn der Markt es schafft, über die 15.600 zu gehen, dann wird er auch noch hoffentlich endlich mal ein bisschen mehr Gas geben und nicht da oben irgendwie verhungern. Aber das ist die Conditio sine qua non, dass er hier drüber geht, über 15.600 und schließt. Das ist einfach wichtig. Wenn das passieren sollte, ist das hier unten alles Makulatur. Andererseits, die 20-Tage-Linie als meines Erachtens nach gute Unterstützung liegt jetzt schon bei 15.311. Die ist nah dran, was logisch ist aufgrund dieser doch ziemlich langgezogenen Seitwärtsphase. Hier darf er nicht drunter gehen. Also das wäre jetzt fatal. Ich habe mal Scheine rausgesucht. Es war nämlich heute mal ein ganz frechen für den Freitag, einen sehr unüblichen Schein, der unterhalb der 200-Tage-Linie liegt. Und zwar ist das dieser hier 15.190. Der ist also ganz grob 120 Punkte weg von der 20-Tage-Linie. Das Ding hat einen 46er Hebel. Der kommt nur dann ins Spiel, wenn wir den Tag hier schließen über 15.600. Sonst nicht. Nur dann. 15.190er, das ist ein Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer Gustav Heinrich 6FER, GH6FER. Also das ist was für die Watchlist. Ich habe im Freitag-Chat noch nie oder im Freitag-Clip noch nie so einen hohen Hebel genannt. Das ist eher eine Geschichte für den Mittwoch. Aber nochmal, das ist kein blinder Kauf jetzt, das Ding muss hier drüber. Ich habe kein echtes Vertrauen hier. Gucken wir mal nach dem Put. Ich möchte dennoch den Put, den kann ich nicht mit so einem 50er Hebel machen. Ne? Da muss ich runtergehen so auf 30. Und auch das ist sehr hoch. Ich mache mal eher 25. Das kann man ja sehr schön über TraderFox einstellen. Und da komme ich auf, wo ist er? Hier, dieser hier. 16.183.
Der hat momentan 23er Hebel mit der Kennnummer Gustav Heinrich 3KZA. GH3KZA. 16.183. Jetzt mache ich mal den Chart auf. Der ist also hier oben. Da. Der ist weit weg. Ich gehe immer noch davon aus, wenn wir das schaffen, diese 15.600 endlich mal rauszunehmen, dass da eine schnelle Akzeleration kommt, dann hat der genügend Spiel, dass man auf 50 Punkte schief liegen kann, ohne dass man gleich jammern muss. Idealerweise kommt er aber erst rein, wenn wir unter der 20-Tage-Linie sind. Und ganz klar, wo auch immer der DAX hier im Zwischenhoch war, kann man wesentlich näher rangehen. Nur heute aus der jetzigen Sicht möchte ich da nicht zu nah dran gehen. Es bleibt ja, langweilig, möchte ich sagen. Und ich hoffe, da passiert mal bald irgendwie ein Impuls in die eine oder andere Richtung. Ja, also das kommt mir schon fast so vor wie so ein vorgezogenes Sommerloch. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.